Neben dem Motorproblem hat es mir noch diesen Achshalter hier voll abgerissen. Ich glaube, ich muss auch die Kette lockern. Dann kann ich den wieder in die ursprüngliche Position bringen, damit ich das verschweißen kann. Und dann will ich mal sehen, wie ich das verstärke. Weil das war jetzt schon eine böse Geschichte. So sieht jetzt die Schweißnaht aus. Bin eigentlich recht zufrieden für einen Amateur.